Worms Battlegrounds versus Runde 2. Fritz hat eben gewonnen. Wir spielen aber nochmal. Ich weiß nicht warum. Du bist doch ganz super Dinge, Daniel. Ja. Wir haben jetzt mal eine andere Landmasse gewählt, um das Ganze vielleicht etwas übersichtlicher zu machen, um euch mehr Tote pro Minute liefern zu können. Und danach gieren die Massen. Die Oma doch. Bringt uns das. Hat schon Rückenprobleme bestimmt. Oh, was ist denn das hier richtig mit einem Museum? Ja, das ist alles in einem Museum. Die ja praktisch dann auf ihrer. Ach so, das ist so das Setting. Ah, komm, schau mal an. Ja. Ich fange an. Da stehen die wir Moinsen. Ja nett durchgewürfelt. Die Moinsen und es geht los mit. Wen habe ich denn da? Ja. Manu. Ja, die Kanzlerin und der Joffrey stehen ja schon mal gar nicht so gut. Auch den Joffrey könntest du aber mit so einem. Plupp. Die unterhalten sich gerade, wer der unbeliebteste Staatsoberhaupt ist, oder? Wieso habe ich echt keine heilige Handgranate? Weil die erst kommt mit der Zeit. Also? Ja! Wieso bleibt die nicht liegen? Geil. Kann man die eigentlich, also ach, scheiße. Triggern? So also, dass du sie in die Granate nicht. Ja? Wieso ist sie nicht liegen geblieben? Sicher? Ich glaube, die Granate kannst du nicht triggern. Ich meine, vorkommen. Ach so. Vorkommen? Du gedrückt hältst, naja, also, oder was? Also genau, gedrückt hältst und dann, dass du schon mal anfängt runterzuzählen. Puh, mit so einem Experiment würde ich gerne mal eine von meinen Figuren umbringen. So. Dann mach ich das. Hast du früher regelmäßig Worms gespielt? Nee. Naja, so ab und an so. Mit wem denn? Und in welchen am PC Hot Seat Modus? Ja. PC? Ja klar, wo sonst? PlayStation konnte sich doch keiner leisten. Damals hat PC 5000 Mark gekostet. Na, die oh, sagt, nein! Du hässlicher Sack. Ich bin so dumm, das hat ja nicht mal was gemacht. Ich ja, hab doch, minus 35. Ja. Er braucht immer ein bisschen zum Zählen. Gibt's ungefähr wie ich an der Kasse. Ja, weg lässt du bitte die Kanzlerin in Ruhe? Weg mit der Kanzlerin. Weg mit der Kanzlerin. Ah! Ja, jawohl! Der Joffrey. Aber Martin, das hast du dir aber ne, zu Herzen genommen mit dem mehr Tote pro Minute. Ja, sehr gut. Cool. Find, alle du bist da, aus. Bist da voll dabei. Ah, Loser. So eine Scheiße. Aber nee, in die andere Richtung. Weniger Stoff. Schnauze. Oh. Hallo, was soll denn das? Die Moinsen. Die Kanzlerin freut sich noch aus der letzten Runde. Der Götze. Was war denn das gerade? Lass mal gucken, wo es abwärts geht. Wie ich denn der Götze da weg? Ja. Aha. Kannst du den schieben? Ich glaube nicht. Nee, das wäre ein bisschen extrem fies. Haben die denn auch unterschiedliches Gewicht? Also ich glaube, die können unterschiedlich hoch springen. Warte, bitte. Aber ich bin so dumm, wieso sage ich das immer? Jetzt bin ich aber, sitze ich auch ganz schön in der Tinte. Vielleicht, was macht ihr denn da? Also, weg. Vielleicht nochmal wieder nach links rübergehen zu Fabu und Götze. Du willst aber bloß, dass er in die Mine reinspringt. Jetzt hättest du gerade schon wieder vergessen gehabt. Nein, hätte ich nicht. Wie kriege ich denn euch jetzt alle tot? Mit nach Waffen. Links. Die scheiß Mine. Geh nach links. Nee, ich geh jetzt nicht nach links. Doch, noch so 35 Sekunden. Guck mal, wie der Götze da oben das Wasser verdrängt. Stimmt. Das kann. Aber ist da was? Du bist ein bisschen knapp dran. Ne? Naja. Granaten in den Nahkampf. Die so die Minen? Das sind ja Granaten. Das ist eine Mine. Das ist eine Clusterbombe. Tschüss. Oh. Ja. Das war's wert. Oh. Ja, komm. Der Gemeinderat. So, was macht der Gemeinderat? Ich mach das ja nicht, um zu gewinnen. Kannst du dich den Bundespräsidenten in den Sumpf schießen? Wie er noch so verwirrt guckt. Das ist halt jetzt die CSU gegen den Bundespräsidenten, verstehst du? Gucken. Der Stoß, oder? Ah, nein! Das war sehr vermutiert. Ich glaube, das wird sich der Bundespräsident merken. Alle auf einen Haufen stellen. Hm? Da werden wir uns nochmal drüber unterhalten müssen, Herr Obermeier. Aber nicht die zwei jetzt. Ein Wurm hat gesagt. Was soll ich sagen? Hä? Na. Die
da runtergerutscht? Warum ist er denn da runtergerutscht? Ja, kommst du. Ich drück mal die falschen Knöpfe. Egal. Lang. Wie er noch geguckt hat. Ich dachte, voll in den Kopf rein. Ja. Yeah. Oh, du standest aber auch noch ein bisschen zu nah dran. Der Bundespräsident. Jetzt machten sie ehrenhafte Sache und springen. Schießt die beiden weg. Nein. Wenn du mir mit der Lenkrakete triffst, ja, dann gehen die beide nach rechts. Du schießt da ziemlich im Berg. Jetzt du nach rechts und Bogen, Lenkrakete, die beiden rein. Ja, aber ich krieg die da nicht so rumgefeuert. Natürlich, wenn die sind im Bogen. Oh. Klar, du schießt hier so nach rechts, schräg nach oben, genau in die Raum. Oh Gott, ey. Ja, das könnte gehen. Bitte noch ein bisschen höher, noch ein bisschen höher. In den Berg. Das ist ja, jetzt alles so. Michi hier. In den Berg, ja, in den Berg. Oben. Nur ganz, ganz noch wenig. Ja, so. Damit die nicht so, ja genau. Und noch ganz, ein, ganz schon, nee, nicht zu wenig. Antippen, so ganz kurz. So schon locker, also nicht kurz, zu wenig. Kurz nicht antippen. Zu wenig. Weil, ihr meint ja. Jetzt Vollgas. Nicht zu wenig mit der Kraft. Drittel Vollgas. Schon mindest. Nein. Nee, ja, ja, Vollgas. Das ist super. Ja, war zu stark. Na, fuck! Oh, schade. Nein! Ja, den aber auch noch ein bisschen. Naja. Ja, aber der Bundespräsident steht da trotzdem blöd. Die beiden kann so das ist aber wie jetzt. Manchmal auf so Gruppenfotos von Staatsoberhaupten. Nee, der da neben, hätten wir das Land doch mal, ne, weggemacht. Was mache ich denn jetzt mit dem Oberen? Gar nichts. Was könnte der Dicke jetzt mit dem Oberen machen? Ja, der so rumspringt und ihm immer was vor. Komm da nicht raus. Als der Oberen auf den drauf stand und dann gedacht hat, der hat schon gewonnen. Ich kann da nichts machen, ich komme jetzt mit dem nicht weg hier. Jetzt verstehst du auch mal, wie das dem ging damals. Der lag da auch so. Was machst du denn jetzt? Kann ich nicht irgendwie. Wasserbombe. Klarer Fall. Kann ich da nicht irgendwie so raushebeln oder so? Am besten den von unten so aufspießen. Nee, da geht gar nichts. Ja, dann halt schlagen. Da liegst du zwischen zwei Dicken. Gibt's da echt nicht so eine Hinrichtungsnummer? Nimm die doch mit dem Jetpack mit. Das geht nicht. Wieso ne, ist doch alles hier versügt. Liga-Mörser. Okay. Ja, da setzt er, vor allem, er setzt gleich einen Helm auf. Will ich da auch verwenden? Meinst du, ich kann auf die Kanzlerin irgendwie so? Ich würde es nicht probieren. Das klappt nicht, das explodiert. Die Kanzlerin merkt sich so eine Sache übrigens, ne? Die Heilige. Hä? Wie soll das klappen? Ist der Radius doch groß genug? Das trifft doch nur sie alle mit? Ja, aber was soll ich denn machen? Ja, stimmt. Ja. Du könntest die Kanzlerin mitnehmen. Du nimmst ja selber mit, da sind zwei Männchen von dir dabei. Nee, komm. Airstrike. Hat sich eh erledigt. Ich hab noch eine Sekunde. Das jetzt hin? Das nehme ich dir persönlich sehr übel. Naja. Brennt wenigstens. Guck mal, der weiß gar nicht, welche Richtung er brennen soll. Weiß ich nur. Naja. Ich hätte das andere nehmen sollen, aber Airstrike hatte ich nicht. Gemeinde Rot! Ich stehe auch immer so taktisch unklug. Jetzt hier klappt es. Fritz! Das ist eigentlich falsch geschrieben, ne? Boah, wer hat eigentlich das Headset vorher auf? Der ist viel zu Kleinkind. Der Wind ist zu stark. Das klappt. Oh, nicht. Es verteilt sich aber mächtig. Na! Rainer, du hast gut. Zwei runter! Ich hätte gedacht, dass es eine Kettenreaktion wird, aber war nicht genug. Er wird gar nicht angezeigt, wie viele Punkte es wegnimmt. Probieren wir die doch mal aus. Liga-Mörser. Die stehen da zumindest alle ganz günstig. Dummerweise einer von meinen auch. Du kannst die Stärke einstellen, oder? Doch. Bestimmt jetzt. Gleich, weißt du? Kann eigentlich nur treffen. Ja, dann vielleicht doch die Cluster, wenn da so viele sind. Du hast gesagt, schnelle Tode, also zack, wir haben noch keine Zeit. Mega-Mörser, nimm halt den mal her. Zeig halt mal, was der kann. Zeig mal, was du kannst. Sei halt mal ein Mann. Hast rein. Wahnsinn. Wahnsinn. Vor allem niemand anders beschädigt. Ja. Ja, das ist. Man muss aber kann auch mal Spaß haben, ohne anderen Leuten irgendwie zu schaden. Au! Au! Geht's eigentlich noch? Stimmt, das hat jetzt eigentlich keinen Spaß gemacht. Ich hab das gut. Oh oh. Was macht denn der? Spring halt weg! Oh. Dieser Fettsack. Nein! Ja, kaputt. Bist du überhaupt noch da, Martin? Was für eine Runde.
Wie viel Götze jetzt da weg? Wegfausten. Das ist echt so schade, dass diese Geräusche nicht auf dem auf der Spielaudiospur drauf sind. Gefistet. Wollen nicht wissen, was du am Wochenende machst. Umgebolzt. Ine mene miste. Lass mir das. Oh Mann, wie schwach war denn das? Aber ich darf nochmal. Nein, ich darf nicht. War gar nicht so schwach. So, der war aber auch nicht so gut. Der Gemeinderat. Ach, fuck! Scheiße, ich glaube, jetzt muss der Bundespräsident dran glauben. Wenn das hier die NSA mithört, die werden das voll unterstützen wahrscheinlich. Das Echelon schlägt gerade voll so aus. Wir sind damit nichts anzufangen. Das sind die Terroristen. Hier sind wir, glaube ich, echt ganz schön schlechte Terroristen. Wir sind voll im Kopf. Oh, daneben. Ich hab doch noch einen. Ja. Wehe. Jetzt fall halt runter! Hm, sehr Bursche. Ja. Der hat schon einiges durchgestanden. Freiheit und so. Freiheit, Freiheit. Oh, in der Tradition als Ossis könnte ich mir ja mit dem Tunnel buddeln. Das muss natürlich richtig noch für das aussprechen. Ich bin voll an ihm. Na, nicht der Linkschwindner. Aber der Dicke vorhin, der ist echt langsamer weggesprungen. Also die, das ist schon ein Unterschied. Ja. Kann man die auch skillen irgendwie? Ich glaube nicht. Fat Loot. Du musst reingrinden. Nur in der Free-to-Play-Version. Oh. Geil! Der ist aber schon sportlich, oder? 25 Euro? Krass, oder? Finde ich schon ein bisschen viel. Irgendein Idiot hat's bezahlt. Let's go. Ich hab das Metzger so gesagt. Was? Metzger hat er gesagt. Metzger. Ja. Günther Metzger. Da rein. Nein, nicht, gut. Nee, falsch. Aber super. Da, nee, da nicht. Ah, das trifft sich nur selber. Ja. Fände ich jetzt besser als das vorher. Nimm, mach den Michi weg. Der hat nee, mach Männchen. Da. Schau mal, wie viele das auf ja, einmal sind. Was das für eine geile sind. Kettenreaktion ist. Michi, Problem ist, habe ich irgendwas. Das Windstill. Frage ist, ob die da überhaupt ankommen. Ja, wirklich. Wegen den ganzen Steinen da oben. Nee. Man kann aber doch irgendwie die richtige Anflugrichtung drehen. Das ging nee, in den das alten kann man nicht. Spielen. Nee, doch. Das kannst du hier nicht. Wetten? Ich probiere das jetzt einfach mal. Oh, ja. Oh, beinahe die Kanzlerin aus dem Bild geschoben. Die Moinsen. Oh, wenn man also den diese komischen Objekte, die kann man auch wirklich nochmal bewegen. Hinüber. Bitte? Lenkschwenk, da musst du loswerden, dann kannst du uns alle in die Luft sprengen. Gehst du nicht mit einer Shotgun tot oder so? Erwischt dich nur selber mit deinen beiden. Können wir uns bei Gelegenheit irgendwie mal bessere Sitzgelegenheiten hier besorgen? Haben wir kein Geld. Besser als der Boden. Mir reicht's jetzt hier. Oh, die ganze Runde! Du Sau! So. Das ist aber ja Ruhe. Ausgeredet ist gespult wert. Die wären eh gestorben. Ja, aber höchstens in 20 Jahren oder so. Die Taktik funktioniert boah seit Jahrzehnten hervorragend. Scheiße. In anderen Ländern. Ja, immer mit super Ergebnissen. Wie mach ich denn das jetzt? Warte mal, komm ich dann da wieder rauf? Okay. Können wir dann nicht mehr. Nein, warte mal. Wie der Bundespräsident schaut. Er findet das gar nicht so gut. Ah, okay, warte mal, das könnte klappen. Was wird das jetzt? Das klappt 100 Pro nicht, aber ich versuch's jetzt. Nee. Wow, 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 okay. Scheiße. Das gibt's doch nicht! Nicht tot zu kriegen. Oh Mann! Scheiße! Es lebt nur noch erst. Ich habe bestimmt schon mehrfach dieser scheiß Bundespräsident gesagt, oder? Das gilt doch garantiert als Beleidigung. Ja, ja. Beleidigung. Staatsoberhauptsbeleidigung. Es tut mir leid, Herr Bundespräsident. Ich habe nicht Sie gemeint. Ich glaube, nee, Beamtenbeleidigung gibt es nicht, aber das war doch die Geschichte mit dem Typen da, diesem linken Abgeordneten. Als Kriegsgreifer bezeichnet. Genau, und ich glaube, Staatsoberhaupt, es zählt nochmal irgendwie anders. Staatsoberhauptsbeleidigung. Ach, schön. Nein. Nein. Komm schon. Ja, jetzt kommt's, muss er mir auch mal. Martin kann Waffen nicht bedienen.
Komm schon, Baby. So. Hau genau in die Heide. Gesicht, oh, da geht es aber Fingerspitze zu. Was hat euch dieser graue Kreis zu bedeuten in der Mitte von dem Ziel? Das ist ungefähr die Mitte von der Leistungsfähigkeit. Das war früher besser, finde ich, beim ersten Jahr. Aber früher war alles besser. Die Grafik. Ich wollte gerade sagen, ey, wir jetzt den Bundespräsidenten. Finde ich gut, finde ich gut. Jetzt nur der Drogo übrig, oder? Ja, nicht gut getroffen. Von dir. Oh. Wenn du da gut eine Granate hochwirfst. Ja, wünsche ich mich selber. Nö. Was wäre mir passiert? Die heilige Handgranate kannst du hochwerfen. Kriegstreiber. Oh. Nee, zu dir darf ich das sagen. Die erwischt beide. Ja, wenn dann. Mich hinein sagt, dann muss es richtig sein. Ja. Komm schon, Baby, komm schon. Kannst, Baby. Ja, noch ein bisschen steiler komm fast. Schon, der Abpraller, komm schon. Ein bisschen, ja. Ja, ein bisschen. Wenn du einen ziemlich hohen Bogen schmeißt, dann fliegt es ja eh, ne? Steiler, ja? So, ja, so ist viel gut. Power. Dann kannst du nicht so viel Power. Zu wenig. Oh. Nein! Oh Gott. Ja! Aber? Ach, ich dachte, Power. Die würde da unten noch detonieren. Okay, ja, Glück gehabt. Oh. Wahnsinn. Weißt du, was du anrichten könntest mit solchen Massenvernichtungswaffen? Das macht man einfach nicht. Ja, aber als Bundespräsident muss man zumindest mal alle ausprobiert haben. Apropos alle. Haben Sie eigentlich schon mal eine Atombombe ausprobiert? Sind wir dieses Amt völlig ungeeignet? Nein, was mache ich denn? Oh Mann, ich wollte doch nur die Waffe ausprobieren. Warum bin ich in der zweiten Folge so viel schlechter als in der ersten? Der Gemeinderat so, da oben irgendwo. Der hat sich da gut eingebuddelt, ne? Ich glaube, wir müssen uns langsam ein bisschen zusammenschließen, um gegen den vorzugehen. Das, ja. So what else is new? Ein extra Schaf. Noch ein Schaf und Gesundheit. Finde ich gut. Boah, so ein Sack. Die sind alles, ja, alles weg. Alles abserviert. Da geht doch noch was. Oh. Hier geht doch was. Oh Mann, ey. Hier geht doch was. Sehe ich doch. Naja. Oh Mann. Das hat mir mehr weh getan. Als dir, mein Sohn. Ich weiß gar nicht, wo die alle stehen. Das ist der am weitesten links, oder? Der jetzt hier? Ja, mehr gibt's da nicht mehr. Okay. Aber Geld. Das ist ja witzig, die sagen sogar, wenn sie ins Wasser gehen, das ist kalt. Ich hätte gedacht, das sagen die immer so im Sinne von, das ist ja gemein. Also, ach so, weiß ich hätte jetzt gedacht, wegen dem Wasser. Ja, das kann natürlich sein. Sonst müsste man wirklich langsam fragen, warum ist Wasser da drin. Jetzt komm schon. In so engen Gängen sind die jetzt nicht so easy, oder? Volle Pulle, Martin. Sehr mühsam. Das Problem sind aber alle, nicht die alle, sondern das eine blaue Vieh, was da oben steht. Ja, der Gemeinderat, der hat einfach so viele Lebenspunkte. Sieht man, der hat eine Leiste, so viel wie alle zusammen. Okay. Ja, das war eine ganz normale Gemeinderatssitzung. 6er Weißbier und 3er 1 Obst, St. Glaffer. Der Webermax hat auch eine wichtige Bemerkung gemacht, Frage, habt ihr so einen 6-Ämter-Tropfen? Danke. Ja, was soll ich halt da? Die Leiche auch nochmal rein. So, jetzt kann ich schieß nochmal. Hättest du nach vorne bewegen können. Ach stimmt, man kann jetzt sich da noch bewegen können, ne? Ah, Mist. Verdammt. Brrr. Götze stellt sich ins Eck. Auch mal. Ich kann das Jetpack genug mal woanders hinkommen. Vielleicht. Ja, hoch zu Michi. Oh, ey, scheiß Boden hier. Ist zu gefährlich. Womit schießt du jetzt? Das ist doch das Wasser. Ja, ja. Jetzt cold. Hast du recht. Also, ey. Der Abgang wird bescheuert. Oh, hoch zu Michi! Und dann umbringen. Du steuerst das einfach nur mit dem linken Klick. Guck mal, das ist dann die Anzeige für. Boah, was für eine Punktlandung. Rein. So, schön Dynamit hinlegen. 170. Was hast du denn? Was ist das Stärkste, was du hast? Bananabomb. Die Bananabomb. Das ist so stark. Die ist ja wie eine Supercluster-Bomb.
Die zerstört halt oben halt alles. Na dann. Ich glaube, ich erzähle Scheiße, ehrlich gesagt. Ist egal. Nee, Bananenbombe. Ziemlich stark. Aber in meine Richtung. Das hast also du fast gar nicht getroffen. Wahnsinn. Bitte fragen Sie mich weiter darüber aus, welche Waffen gegen mich anzuwenden sind. Oh, oh, der Bundestag, der arme Bundespräsident. Blöde Bundespräsident! Ich wusste ja, dass das überstanden hat alles. Ja, das ist sehr wurscht. Eigentlich müsstest du sie so wegkicken. Wenn du Anstand hättest. Mit dem Fingerzeig. Ein Wasserbombe. Komm schon, das ist... Ja, das war's dann für den Kollegen. Da! Das gibt's doch nicht! Oh, jetzt hast du... Oh, ich will mich verretten. Der klammert sich echt ans Leben, der Kerl. Naja, das ist auch schon... Wieder, Entschuldigung, Herr Bundespräsident, ich meinte den Wurm. Ja, die Polizei kommt gleich. Wieder, Entschuldigung, Herr Bundespräsident, ich meinte den Computerspielwurm. Kann ich hier abseilen? Nach dem Seil kann man das nochmal, kann man nochmal spielen, ne? Nach dem Abseilen kann man spielen. Ja. Perfekt. Und jetzt? Und dann ganz fest X drücken, Martin. Nee, ich dachte, er kommt jetzt einen Schritt zurück und lässt sich dann runter, aber es geht nicht. Na toll. Nicht so ideal, wie ich mir das vorgestellt habe. Was hast du denn noch für Fernkampfwaffen? Hast du überhaupt noch was? Ja, ich glaube schon noch. Da vorne liegt eine Mine, Vorsicht. Psst! Die habe ich ganz halt schon gesehen, deswegen komme ich auch nicht weiter an der Stelle leider. Du kannst doch da auch mit dem Seil oben rum irgendwie. Ja, aber was will ich denn da? Hat schon mal jemand eine Ausrede, ob man den Superscharf mit Six Axis steuern kann? Nein, sonst hätten wir das hier in diesem Let's Play gesehen. Ach komm, lass mich doch wieder in Ruhe. Ja, doch. Ich bin in Ruhe gelassen. Chirurgisch. Schock in Awe. Da. Ach, jetzt kann ich mit der Bundespräsident dran. Schade. Oh, geil, da ist der andere noch dran. Oh, scheiße, ey. Nicht oben der dran erst? Egal. Aber der Bundespräsident hat der da die Chance gehabt. Bundespräsident muss weg. Wie ihr halt alle verhaftet werdet. Ich mag den. Ich mag den doch auch. Ich hab's zuerst gesagt. Wow. Hey. Hab ich nicht verdient. Oh, fast runtergefallen. Oh, wir gänzt im Feuer. Höhnen machen nur 20. Das ist voll lame. Der hat die ganze Zeit gebrannt. Da regen die sich da auf. Wo war das? Viereck. Was ich so gut fand? Vietnam. Viereck. Sag mal gar nicht. Viereck. Das ist meine Taktik. Das ist meine einzige Worms-Geschichte, die ich immer erzähle. So kriegst du mich nicht, du Arsch. So, was habe ich denn noch? Boah, was hast du noch alles im Arsenal? Das ist ja der Hammer. Oder Supermörser? Das ist es hier. Nicht am Anfang alles schon verschwenden. L1. Oh, und dann ins Wasser unten. Wenn das genug wegspringt, dann wird vielleicht nicht reichen. Zwei mal Viereck. Ja, das ist mit so riskant, da geht ja selber mit drauf. Hä? Das Flugzeug fliegt ja nicht so hoch. Das haben wir doch vorhin gesehen, weil wir doch viel näher beieinander. Das ist ja knapp darüber. Ja, mit der Clusterbomb kann ich doch viel mehr Schaden anrichten. Ja. Wow. Wow, sehr schön. Nein. Das ist an allen von... Drei! Oh Mann. Die ist doch scheiße, die Clusterbomb. Oh nein! Scheiße! Das auch mit Clusterbomben. Muss endlich der dumme Bundespräsident. Warte mal, lieber so. Das ist im Großen und Ganzen so in der Geschichte des Terrorismus in Deutschland nicht sonderlich effizient gewesen. Mit einer Bazooka, ey. Wie langweilig. Ja, toll. Boah, ich dachte, ich dachte auch, dann wäre ich aufgestanden und gegangen. Das wäre einfach nicht. Ich bin stolz auf dich, oder? Unser armer Bundespräsident. Echt, ey. Freiheit für ihn. Der hat noch für Freiheit gekämpft. Ja. Der hat es auch oft erwähnt. Ja. Und ist das nicht die einzige Wahrheit? Euch wurde das ja alles in Wiege. Die Antwort gelegt. Nein. Ich fände es voll gut, wenn Martin jetzt im Vorbeischwingen die Mine mitnimmt. Ich fürchte es nämlich auch, dass irgendwie sowas.
Ich glaube, es reicht nicht. Wieso ist das halt immer schon so kurz gewesen? Das war doch früher ewig lang. Du musst halt auch mal, du musst halt auf das Rote ziehen. Ach so, das ist gar kein Hintergrund. Zieh doch mal auf das Rote, Martin. Komm ich denn... Kannst du einfach eine Granate da runterwerfen, um die beiden Deppen zu erwischen? Ja, muss halt schnell sein. Wenn du schnell bist, geht das. Bist du schnell? Hör auf jeden Fall auf die Tipps von mich. Jetzt weg! Spring! Hör auf die Tipps von mir. Ich dachte, man muss draufsteigen auf die. Ich dachte, man muss. Damit sie explodieren. Nicht, dass sie vorher schon so eine Annäherung. Ja, fuck! Ist euch mal aufgefallen, dass das immer in der Farbe leuchtet, des Teams, das dran ist? Ja, krass. Krass. Das, die haben Next Gen genau dafür gebaut. So. Der Götze, was macht denn der jetzt? Was für Rotschatte, der? Der kann ja nicht so viel machen. Ich glaube, ich bringe ihn mal ein bisschen in Sicherheit. Was fängt man damit an? Oder ist das ein Jetpack? Ja. Ja, scheiß drauf. Wenn er so schwer ist, kommt er kaum weit. Stimmt. Ist ja auch nicht schlecht. Aber das ist ja voll doof, er kommt ja echt nicht weit. Du kannst, du kannst ihm unten den Boden unter den Füßen wegsprengen und dann Bazooka. Und vielleicht fällt er ins Alter erreicht, aber der Sprengradius glaube ich nicht. Doch, wart mal ab. Das ist die beste Waffe, die benutzen wir viel zu selten. Komm. Ja. Nein. Oh, ist ins Wasser gefallen. Oh. Da wurde der Bundespräsident. Das war mein Platz. Schöne ist, jetzt stehen die alle drei da in so einem... Ja, aber das ist, die richten nicht alle weg. Eigentlich ganz guten Gebiet. Ja, das ist eine Scheiße. Wow. Müsstest du mit irgendwas da rein, um die wegzukriegen. Was hast du denn noch? Nein. Ja. Oh. Dankeschön. Oink, oink. Heute ist nicht mein Tag. Ich merke. Kann man nicht wieder Fußball spielen? Warst du denn da ist gut? Vorbei in 4 Jahren. Ach doch, wir haben die WM gewonnen, ne? Ja, ja. Ich habe auch alle 4. Deutschland auch. Außer das habe ich dann gesehen. Wir sind die Weltmeister. Du nicht. Jetzt hier mal, ne? Bisschen bescheiden. Wieso denn mal? Ja, hallo, waren wir bitte im Gewinnerteam? Nein, aber wenn wir Weltmeister sind, dann sind wir Weltmeister. Das sagen die in der Presse auch immer. Ach so. Das hat sogar die Mannschaft gesagt. Wie geht die so nicht raus? Brauche ich aber ein bisschen was von dem Geld jetzt mal. Ich könnte da mal was gebrauchen. Das ist das Gefühl. Aber fühlt sich auch gut an. Hast du Lenkrakete oder was? Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ein Split. Nein, nicht in dieses Leben rein! Hast gereicht. Oh, ja. Ein Millimeter vor ihm. Das ist aber gemein. Damit bin ich raus. Tschüss. Oh, Mann. Was für eine fiese Scheiße. Was kannst du denn den vor den Latz hauen? Aber Vorsicht, dass du da jetzt nicht... Doch, runterspringen, Martin. Komm. Du schaffst es. Oh, gute Idee. Ist scharf? Scharf könnte funktionieren. Ja. Dann nimmst du Superman scharf, ob du es steuern kannst im Six Axis. Mhm. Sei du mal ruhig da vorne. Was machst du denn jetzt? Ich Zeit verschwenden. So nah am Rand stehen. So. Na gut. Probieren wir es mal. Komm schon. Ja, perfekt. Schnauze. Der weiß schon wieder irgendwas. Jetzt. Oh, scheiße, zu früh. So. Oh, die letzten beiden. Kann ich mir davon irgendwas kaufen? Nein. Was habe ich denn noch so? Ich probiere jetzt mal das Superman scharf aus. Schau mal, ob du es mit so Six Axis kippen das steuern kannst. Weil mit Stick ging es irgendwie nicht. Das funktioniert also, doch selbst, wenn man das mit Six Axis steuert. Lass nochmal X drücken, dass es abhebt. Warum höre ich noch auf den Deppen? Das war aber nicht mal. Ich bin echt bescheuert. Es war wirklich einmal X drücken, dass es abhebt. Ja. Hier. Heb ab. Guck mal, wie ich abheb. Komm gleich rüber. Ich weiß, dass wir das rauskriegen. Wir sehen uns nach dem Spiel. Warte mal, was haben wir. Worum geht's denn hier eigentlich? Also, wenn man nah ran sind, geht's, aber es ist wirklich nicht gut gemacht, finde ich, mit dem, dass man immer nicht erkennt, was Vordergrund und was Hintergrund ist. Was bei Hilfe eigentlich ziemlich wichtig ist. Ja.
oder doch ein bisschen. Ja, die guten alten Pixel, die waren halt besser. Das muss halt einfach so ein bisschen dunkler vielleicht dann noch dahinter. Man hat schon verschiedene Farben, aber trotzdem richtig geil. Ja. Ja, wieso? Es ist ja nur eine Ebene, auf der man sich bewegt. Ja, manchmal ist es trotzdem schwierig. Ja, manchmal ist es schwer zu sehen, auf welcher. Ja, danke. Da zum Beispiel war jetzt ein Hindernis. Hat aber trotzdem, der Stein hat noch den erwischt. 5 ja. Punkte runter. Können nochmal nachzählen. Hindernis. 5. Scheiße. Hast du noch die heilige Granate? Ja. Dann nimm sie. Nimm sie alle mit und nutze sie. Ja, aber es ist halt die Frage, wie sie dann abraten. Lauf einfach rein und... Du willst doch eh nicht mehr. Du stehst ja genau... Martin, wo schmeißt du hin? Du stehst auf dem... Es prallt aber ab. Die explodiert nicht sofort. Du stehst aber da auf dem Ding. Hör doch nicht auf den... Nee, das ist hier, guck. Sag, sei ruhig. Ich wollte du darfst dann nicht, ja, aber so ist gewinnt der, so gewinnt der. Man kann die nicht zünden, oder? Ja, komm, versuch einfach. Scheiße. Nein, ein bisschen zu weit. Oh Mann. Ja, geil, jetzt ist der schon mal gestorben. Dankeschön. Ist offen. Ja. Oh, ich hab nicht hingeguckt. Alle rasten aus. Was macht der jetzt? Ich komm da jetzt durch den Boden durch. Pass mal auf. Schnauze voll. Danach kann ich leider nichts machen. Das ist ja. Drei Männchen hat er noch. Das wird jetzt wieder so ein Taktikgeschiebe. Ja, der Drogo, den, das ist nicht das Problem. Hätte der nicht schon längst weg sein müssen? Ist auch nicht das Problem. Was kommt jetzt? Warte mal, ich glaube, ich räume den jetzt auf. Habe ich gar nicht, oder? Doch, habe ich. Jetzt geht das los. No. Oh, fuck. Ab jetzt wird's scheiße. Boah, schau mal, wie weit der kommt. Weil er so klein ist. Ja, ja. Ah. Der kleinste von den ganzen. Boring. Andere Schaf. Och Leute! Komm, jetzt eine kurze Folge! Ab jetzt wird's scheiße! Zwischen 33 Minuten! Oh! Ich hab wenigstens die Aussage gehabt, dass ich darüber wollte, um die umzubringen. Ich glaube, ich nach unten ganz richtig durch. Ja, ich sehe schon. Fritz, Mann, du musst ja das einzige Ehrenhafte tun und Suizid und dann gehst du halt. Das ist voll gemein, wir spielen eigentlich auf Zahl, weil der Fritz eigentlich los muss. Aber das ist im Wahrheit. Ja, zu Hause sterben die Hunde. Ich sag's nur, ihr seid halt schuld. Nur einer, oder? Hallo! Ja, hallo! Ich unter Druck setzen mit Mehrzahl. Weil einer würde dich voll kalt lassen, ne? Das heißt, ich will nur so korrekt bleiben. Ja, ja. Wie damals im Irak hier schon. Da war aber auch wichtig, eine oder gar keine. Da kann man ach, guck mal, man kann auch nach... Vorgang ach, Michi, jetzt hier... Wird bescheuert. Fuck! Es hätte wahrscheinlich gereicht, wenn ich dich ja erwischt hätte, dich umzubringen, den 19. Ich hol mir mal das Healthpack da. Das Geile ist halt, ich habe auch so einen Fetten da in der Röhre drin zu stecken. Nach oben kann man ein bisschen... Ja. Meine Damen und Herren, geschenkt. Auch ein Kondom auch im what she said. So. Oh Mann. Was soll ich da jetzt machen? Sei halt, wenn du dich durchgehst, dann schalte ich in der nächsten Runde aus. Ja, ist halt, du musst halt erst gerade anfangen und dann so nach unten. Als Maul. Nach unten weg. Als Maul. Was ist denn der Kistenangriff eigentlich? Da kannst du nicht erzwingen.
Stimmt, probier ich jetzt mal aus. Lass doch die heilige Handgranate da reinkullern, die reicht doch für den Zirkelfried. Scheiße. Die habe ich ja nicht mehr. Hm. Aber eine Bananabomb. Das stimmt. Eine andere Granate. Aber das haut mich weg. Das haut mich weg. Doch, die Bananabomb, die rollt da rein. Die macht dir dann den Weg da durch und dann war's das. Ja, ja. Boah, ey. Und wir fallen immer wieder drauf rein. Ich probier jetzt mal diese komischen Kisten runter. Wahrscheinlich fällt da eine Kiste denen vor die Nase. Ja, ja, das ist nur eine Kiste, da lieferst du dir nur Zeug. Ich kann dir nicht vertrauen. Ich weiß. Scheiße. Ich bin in euer aller Kopf drin. Probier halt was anderes sonst. Probier mal was vom Movement aus. Nimm mal die weiße Axt unten. Die ist voll stark. Die ist ganz nah an mich hin und dann drückst du die. Was machst du denn jetzt? Die weiße Axt. Du weißt auch, dass es zu Ende geht, oder? Nee, Moment, das ist scheiße. Ah, nee, das ist blöd. Nee, das mach ich ja nicht. Was passiert denn hier beim Sattendev? Du machst gar nichts. Nee, jetzt kann ich's nicht mehr. Jetzt hat die Zeit nicht gereicht. Ich kann nicht mehr. Ich konnte nicht mehr. Oh Gott, mein Arsch. Ach, das ist eigentlich immer noch das gleiche Team, ne, oder? Team 17. Team 17, ja, ja. Echt? Die hatten ja zwischendurch mal irgendwie was anderes versucht, so Flockers oder so hieß das. Das hat niemand interessiert. Boah, hat er noch so viele Männchen. Und was machen wir nächstes Jahr? Worms. Wo ist denn der Teleporter? Ist das das hier? Mit dem Alien? Ah, ne, ah, okay. Also. Ja, das ist aber kein Geld. Was macht denn das hier? Was ist denn da runter? Der Affe. Das war doch. Die Scheiben ins Level reinbauen. Aber was war denn das? Was macht denn das? Das haben wir noch nicht probiert. Was macht das? Das leuchtet blau. Vielleicht entführt dich das. Ein X bedeutet, der kann es ja nichts machen. Kann ich damit Sachen wegheben oder so? Nee. Kann ich damit diesen. Ah! Was kann ich entfernen, oder was? Aha. Kannst du woanders? Jetzt. Geil, jetzt verbarrikadiert der sich da. Wird bescheuert. Er passt auf einmal genau rein. Aber das passt kannst da nicht platzieren. Aber so. Das ist echt auch wie so ein Puzzleteil. Ich werd dumm. Das kann nicht wahr sein. Ne, ja, warte mal. Das war echt geil jetzt. Ja, mir reicht jetzt. Die Schnauze voll. Sind noch 20 Sekunden und das hatten wir. Oh, scheiße hier. So. Let's end it all. Das Geile ist, ich glaub einfach, das geht am. Du bist noch mal jetzt. So, das war's. Danke. Mein Mut. Oh. Schade. Ein bisschen näher ran. Der gemeint ihr dort. Grad nach wieder nach unten. So, jetzt gibt's hier. Moment mal, spielt überhaupt noch jemand? Achso, Tunnelkrieg ja. Gibt's jetzt. Nein! Hast rein. Du Depp! Kann ich jetzt eigentlich gehen? Ja, du kannst eigentlich gehen. Kann ich auch gehen. Oh, könntest du dir da bitte die Todesfalle gebaut haben? Das Wasser jetzt steigt, ja, und das scheiß Ding da, die vor der Nase steht? Kann sich nicht schnell genug ausgraben. Wie viele von diesen Grabedinger hast du noch? Ach, stimmt, dann mach ich. Man hat ja begrenzt. Ah. Das wäre der Hammer. Wenn du fast auf fließt ab, dann krieg ich es nicht ab. Sehr schön. Wurmauswahl. Oh, da kann man dann zwischen den Würmern wechseln. Das ist ziemlich cool. Du hast doch einen. Prinzipiell ist das nicht cool. Jetzt ist mal ein bisschen. Ja, mir brauchst du es nicht mehr geben. Aber der hat noch zu viele andere Movement-Geschichten, glaube ich, dass wir da rauskommen mit dem. Zirkelfried, du bist Bro. Oh Mann. Was ist denn da? Das Blöde ist ja, dass halt der auf jeden Fall immer noch übrig steht. Denn das jetzt, was das ist? Das ist die neu. Die Schaufel ist die neu und. Totengräber. Du gehörst doch mal aus. Ach, hier unten, das ist es wahrscheinlich. Boggy B. Ja. Mach. Ich weiß nicht genau, was es ist. Aber mach's. Ich kann auch irgendwie. Er ruft an. Ich drück da jetzt raus, mir ist egal.
Ach! Oh. Nein! Nein, du musst mir eine Seite! Was ist das für eine Scheiße? Gemein. Nein! Nein! Was der erfindet! Das bräuchte ich. Wahnsinn. Ja, her damit. Von der Seite. Unglaublich. Was haben wir denn noch? Was ist das denn hier? Was ist denn mit der Kuh? Was ist die Wurmauswahl? Stimmt, das mal mit probier mal die Kuh aus. Probier doch nochmal den Dings hier. Du hast doch auch den fliegenden. Das fliegende Schaf. Du könntest dir auch noch eine Sache kaufen, aber ich glaube, mit 20 Goldmünzen kommst du nicht so weit. Das ist alles so albern. Kommst du einfach vorbei? Nee, das ist gar nicht albern. Warum? Verlenkrakete habe ich nicht mehr. Fuck. Nee. Was macht denn die Teleportkanone? Teleportiert mich wahrscheinlich. Aber ist es nicht dafür, um andere wegzuteleportieren? Du hast doch den Teleporter, der ist doch oben drüber. Ja. Das ist eigentlich alles. Ne, da komme ich aber auch nicht durch. Nee, ja? Nee, sehe ich durch. Das ist alles geschützt von oben. Du bist auch nicht ein Kleinständer, aber ich bin auch raus treffen kann, den Ziel her. Das ist eigentlich gut. Oh, ich bin hier viel Zeit. Fuck. Ja. Nee, aber bleib lieber in Deckung. Lass doch die Runden, lass doch das für dich arbeiten. Ach, das ist ein Feigling. Zack und ins Gesicht. Ja. Nein, nein, das war so klar. Die Zeit hat es auf dem Präsentierteller dabei. So, nochmal. Shit's about Zeit to get halt real. Ich wollte halt nicht hier so billig. Was kriegt denn der jetzt noch plus 5 Punkte? Was waren das gerade? Was haben wir denn die, was haben denn die ganzen Wasserwaffen zu bedeuten? Warum man das mehrmals machen kann? Wenn es auch nicht drauf schmeißt, ja, natürlich. Das dann weh? Ja, klar. Weißt du? Ja. Soll ich zermanscht, oder? Nee, nicht ganz. Wenn der nächsten Runde ertrinkst du halt. Da. Plus 5. Nee, plus 5. Aus irgendeinem Grund plus 5 bekommen. Du musst doch nicht raus. Schade. Und eine scheiß Kiste vor die Nase gelegt. Ich hätte schon. Was haben wir noch bewaffnet, Mann? Das ist so gut geschützt, der Depp. So Depp. Wo wird die weiße Axt? Das klappt vielleicht nicht. Also wie ballistisch ist denn die sehr. Sehr. Sehr ballistisch. Auf welcher Skala würdest du es denn gewissen? Wovor oder Fußballfeldern? Zweieinhalb Fußballfeldern. Wie viel ist das in Scoville? Ich kann es doch so ballistisch finden. Nein! Das ist der falsche Knopf, Fabius. Die weiße Axt. Gleich habe ich ihn soweit. Ja, gar nicht so schlecht. Nein! Ja. Nein! Oh Mann! Safe! Jetzt müsstest du halt, wenn du wieder der Zirkler Fritz bist, dann musst du halt die Granate in den Schaden. Das Geile ist halt, dass die Folge, die wir kürzer machen wollten, jetzt schon länger ist. Ja. Nicht länger? Ja. 44 Minuten. Aber viel zu viel Minuten mit den Geschichten, die Sau. Die Kuh. Was ist mit der Kuh? Oh ne, du brennst wieder, oder wie? Ja, ich bin am Überlegen. Stimmt, der kann es aber wieder wegbewegen. Was macht der jetzt nochmal? Der kann echt die Dinger wegtun, aber das geht irgendwie nicht, oder? Doch, du kannst ja alles greifen. Kannst du nur mit dem UFO, hintun mit dem Affen. Ach stimmt, hintun mit dem Affen. Ist doch ganz klar. Wegtun mit dem UFO, hintun mit dem Affen.
So. Ach, der hat immer so ein Ding in der Hand. Ja. Alleine mit dabei. Ja. Ja. Und wo kann ich das da nicht hinsetzen? Achso. Was bringt dir denn das? Ich weiß nicht, ich dachte eigentlich, könnte ich ihn auch nicht greifen. Könntest du das auch auf jemanden rauffallen lassen. Ja. Ist das der USP von den Battlegrounds, dass man diese Brocken da rumschieben kann? Kann mir kaum vorstellen. Die PS4 alles kann. Ich hatte halt, oh nein, das sind wir alle weg. Oh fuck. Jetzt warst du bis zum Ende. Du kannst es noch schaffen. Einfach nichts machen. Kann man die Runde irgendwie überspringen? Ja, kannst halt nichts machen. Mit dem Seil. Mach mal. Doch. Das machst du jetzt nicht. Ja, sehr schön. Nee, er kommt erst rein und dann muss das reinlegen. Du bist einfach nur oben drauf, wie gesagt. Ja, das ist gemein. Sehr, sehr gut. Ja. Das wird wahrscheinlich runterrollen. Ja, es rollt halt leider runter. Warum kann ich das denn? Hä? Kann ich denn irgendwo? Wo soll denn das? Vielleicht musst du einmal X drücken. Drück mal X. Okay. Jetzt hast du es dir. Ja, noch lacht. Komm schon. Nein! Nein! Geil! Wieder Fehler, Max. Ja? Sind alle weg? Nee, hat doch 5 Punkte gekriegt. Da haut der eigentlich schon. Wie geil! Der Drogo. Normal nicht so der große Taktiker. Der. Was kommt jetzt? Ja. Im Jetpack raus. Fuck, ist das spannend. Hat sie den Befreiungsschlag. Was ist denn das? Nice Axt. Das bringt, kannst du irgendwie geht aber wahrscheinlich nur in dem oberen Wasser, wahrscheinlich in dem, was von unten kommt. Das Gewitter. Gewitter. Blitzschlag. Man sieht aber die Map einfach jemanden blitzen. Oh, wie. Wahrscheinlich. Dauer, nicht so viel Auge. Ist wahrscheinlich, wenn jemand im Wasser stehen würde, könntest du ihn damit elektrisieren. Tja, dann. Herzlichen Glückwunsch. Ich möchte festhalten, dass nicht du, sondern der Ozean mich umgebracht hat. Ich würde ja sagen, du hattest den längeren Atem, aber... Ja, Martin hat den längeren Atem. Ja. Oh, super. Ja, sehr gut. Nur ein bisschen reingekommen. Also Punkt für Martin, vorher Punkt für Fritz. Scheißspiel, ich hab's bezahlt. Spiel mir nie wieder. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wir jetzt gleich auf und du bist noch einen dahinter. Stimmt. Weil ich so schlecht bei FIFA war, oder? Ja. Wir waren 6 Punkte, du hast 5. Super. Jetzt kannst du das nächste noch. Aber die nächste WM ist ja erst in 4 oder 5 Jahren. So ungefähr. Okay. Tschüss. Tschüss.